Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Workers and Resources Soviet Republic. Diesmal wieder mit so einer kleinen Sonderfolge, sage ich jetzt mal dazu. Ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen habe ich Anfragen bekommen. Ja Mensch, komm, zeig uns doch mal deine Bahnverbindungen genauer. Wie sieht es aus Sicht der Fahrzeuge halt aus? Zeig uns das mal bitte. Das möchte ich mit diesem Video tun. Da das aber vielleicht, ich sag mal, naja, was soll ich da großartig kommentieren, wenn der Züge hin und her fahren? Ein bisschen was reden möchte ich ja trotzdem, sprich sowas auf die Ohren geben. Und dazu habe ich mir vorgenommen, ich möchte euch die Roadmap des Entwicklers vorstellen. Also zumindest die Sachen, die laut Entwickler auf jeden Fall noch kommen sollen. Und glaubt mir, das ist halt echt eine Menge. Ich meine, wenn man bedenkt, was das Spiel schon alles bietet und beinhaltet, wenn man sich dann noch überlegt, was alles noch dazu kommen soll. Okay. Auf jeden Fall eine ganze Menge, ja. Wir schauen uns das denn jetzt an. Also, wir schauen uns die Züge an, ja. Und ich rede halt ein bisschen was dazu. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wo ich längenmäßig landen werde. Lassen wir uns halt einfach mal überraschen. Wir fangen jetzt hier mal an. Mit diesem schönen Personenzug. Moment, da können wir noch ein bisschen rangehen. So. So, und jetzt fährt er uns und ich werde ein bisschen was dazu erklären. Also nicht zu dem Zug, ne? Ist klar. So. Ja, also, was jetzt direkt derzeit noch in Arbeit ist und entsprechend, ich sag mal, zeitnah wahrscheinlich kommen wird. Warum hält der an, wenn der... Na, ist egal. Lassen wir das. Also zum einen möchte der Entwickler noch weiter Fehlerbehebung machen. Ja, das ist natürlich ein interessantes Ansinnen, ja, ist klar. Ich denke mal, das ist mehr so eine Sache, was man wahrscheinlich permanent macht. Brauchen wir auch, ich denke mal, nicht weiter eingehen. Dann, was der Entwickler auch noch ändern möchte, ich werde das Entwickler einfach mal nicht mehr so oft nennen, ne? Die Bahnsignale sollen noch mal weiter überarbeitet werden. Das würde ich positiv bewerten. Ja, Bahnsignale, ich glaube, das Thema hat man echt zu Genüge, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Das Fahrzeuginformationsfenster soll noch überarbeitet werden und mehr Informationen enthalten. Ist natürlich auch eine interessante Sache. Dann, was ich weiß nicht, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen sehe. Es soll ein Privat-Kfz, sprich unsere Bürger sollen selber Autos bekommen. Hätte wahrscheinlich zum einen den Vorteil, dass die Autos natürlich, ich sag mal, die Laufstrecke verlängern. Ja, ich sag mal Laufstrecke dazu. Sprich, mit Autos fährt es natürlich weiter zu Arbeitsplätzen, zum Einkaufen etc. Das wäre ein Vorteil auf jeden Fall. Nachteil, an den ich dann gleich denke, ist ja tatsächlich, ja Mensch, wenn da jetzt auch noch Autos die Straße verstopfen, ne? Aber okay. Passend dazu, wo sollen denn die Autos großartig herkommen, wird eine Fahrzeugfabrik implementiert. Ich vermute mal, das geht dann so in die Richtung, es wird halt diese Verkettung Stahlindustrie ein bisschen verlängern. So, dass man halt diese Autofabrik bauen kann und dort dann Fahrzeuge in Auftrag geben kann. Sehr schön. Funktioniert, ne, mit den Signalen. Dann soll die Geländebearbeitung, ich sag mal, schneller funktionieren, schneller gemacht werden. Das hatte ich ja in den vorhergehenden Videos auch öfter mal gesagt. Ja Mensch, das dauert ja echt ewig, bis man das hier geändert hat. Und gerade wenn man dann größere Berge hat, ohne Worte, hat er länger gedauert. Dann arbeitet er gerade an einer kleinen Bushaltestelle, sprich eine Bushaltestelle, die man direkt an einer existierenden Straße platzieren kann. Hat natürlich den Vorteil, braucht deutlich weniger Platz, aber wird wahrscheinlich halt auch zu, ich sag mal, kleinen Busstaus führen. Mein Sohn würde es freuen, der steht total auf Staus. Ja, und last but not least, dann haben wir die Sachen durch, an die der Entwickler jetzt arbeitet, an denen der Entwickler arbeitet. Es soll ein Karteneditor kommen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig tolle Sache, denn wir haben ja bisher im Spiel nur eine. Ich sehe gerade, schaut euch mal den Zug von der Seite an. Das sehe ich gerade erst jetzt. Da steht tatsächlich Deutsche Reichsbahn drauf. Das ist ja stumpf. Das ist stumpf. So, das sind die Sachen gewesen, an die der Entwickler derzeit arbeitet. Ja? Ich muss umblättern. So, jetzt kommen die Sachen, die geplant sind. Wie gesagt, ich nenne nur die Sachen, die der Entwickler wirklich integrieren möchte, nicht bei denen er noch nicht weiß, ob er es integriert. Die Sachen habe ich weggelassen. Also das sind alles nur Sachen, die der Entwickler halt einbauen möchte. Ach, jetzt fährt der Zug auch so tanken, das ist ja passend, ne? Moment, dann lassen wir die Kamera einfach mal... Lassen wir es einfach genau so. Ja. So, weiter geht's. Ja, dann soll integriert werden Polizei und Militär.
Das wurde ja auch schon von dem einen oder anderen mal vorgeschlagen. Hey, ich möchte hier so einen kleinen Grenzposten aufbauen und die Leute zurückdrängen. Und wir lassen was so stehen, ja. Dann steht dort drinne was von Klinik. Ich vermute mal kleine Arztpraxen. Also sprich, dass man halt nicht mehr nur dieses große Krankenhaus bauen muss, sondern so wie beim Shoppingcenter, das ist halt ein großes Shoppingcenter, ein kleines Shoppingcenter, sollte es dann halt mehr oder weniger ein Krankenhaus und halt nur einen Arzt geben. Macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn man halt verteilt auch nochmal eine Arztpraxis bauen könnte. Dann sollen, ja ich sag mal, es stand drin höhere Gebäude, ich weiß nicht, ob sich das auf Wohngebäude bezieht, also so, ich meine, so in Richtung Hochhausmäßig. Ja, ich sag mal so, auch im Sozialismus gab es ja Hochhäuser. Es ist ja nicht so, dass sie alle nur in solche flachen Plattenbauten wohnten, sondern es gab ja auch durchaus, ne? Dann soll es noch geben, einmalige Gebäude. Eine weitere Erklärung gibt es dazu leider nicht, aber ich vermute mal, das sind dann halt Gebäude, die man speziell freischaltet, die einem vielleicht so als Belohnung gegeben werden oder, ja, ich sag mal, die dann halt auch vielleicht besondere Eigenschaften machen, so einen kleinen Bonus geben oder sowas. So, so unterbrechen wir das jetzt hier gleich mal ganz kurz und nehmen mal den nächsten. Ich möchte jetzt einen. Nee, wir machen mal noch keinen Ölzug. Wir schauen uns schön hier durch die Wälder, ne? Wir schauen uns jetzt mal eine Buslinie an. So, nehmen wir mal die hier. Okay, das müsste ich nur noch, ne? Okay, geht das gerade nicht? Wenn der Bus da drin steht? Naja. So. Der wird jetzt wahrscheinlich 2-3 Millionen her. Ach, guckt euch das hier, die Dränge hier an, ohne Worte. Ja, zurück zu den einmaligen Gebäuden. Ein einmaliges Gebäude wurde auch schon angesprochen. Und zwar das Comcon HQ. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist quasi sowas wie die WTO des Sozialismus. 49 gegründet, 91 aufgelöst mit dem Untergang der Sowjetunion. Ja, wie gesagt, wie die WTO, so ein Handelspunkt. Soll man wohl freischalten durch bestimmte, ich sag mal ja, vielleicht wenn man bestimmte Summen exportiert an Material oder halt an Geld. Das wäre dann zum Beispiel schon so ein einmaliges Gebäude. Was ich vielleicht auch anbieten würde, als nächstes soll unter anderem noch ein Stadion integriert werden. Ich tippe mal auf Fußball, weil ich glaube Baseball haben die in der Sowjetunion noch nicht so viel gespielt. Das waren jetzt die Sachen, die geplant sind in Bezug auf Bevölkerung. Und wir wechseln mal wieder die Linie. Jetzt bietet sich ja eigentlich der Bus für das Kohle. Ne, das ist nur Brennerei. Nein. Hier. Der Bus für die Kohlemine, genau. So, diesmal gehe ich nicht ganz so nah ran. So. So. Jetzt kommen die Sachen, die industrietechnisch geplant sind. Zum einen soll der Steinbruch erweitert werden. Bisher ist ja so, dass man, ich sag mal, die geförderten Steine im Steinbruch nur per LKW, ja, jetzt sieht man nicht besonders viel, nur per LKW transportieren kann. Im Gegensatz zu Kohle, also zu Kohleerz und Eisenerz, das kann man ja auch per Förderband transportieren. Und das soll halt auch beim Steinbruch kommen, dass auch der Steinbruch per Förderband, ich sag mal, seine Steine transportieren kann. Dann in meiner Meinung nach sehr interessant, aber wahrscheinlich auch sehr komplex, es soll Atomkraftwerke geben. Sprich, der Entwickler möchte halt uns die Möglichkeit geben, dass auch wir dass wir Atomkraftwerke bauen können. Dazu gehört dann natürlich die komplette Industrie, also von der Uranerzförderung bis hin, ich sag mal, zur Anreicherung, Herstellung von Brennstäben. Danach halt die Lagerung und die Wiederaufarbeitung. Das wird halt so ein kompletter, ja ich sag mal, kompletter Industriezweig. Und das geht auch so ein bisschen mit ins Militär mit rein. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass das auch eingeführt werden soll. Wenn ich das richtig gesehen habe, da war so eine Art Showcase. Und da war auch gezeigt, dass man halt Uranmunition herstellen kann. Dürfte jetzt der eine oder andere vielleicht ein bisschen schlucken, ne? Aber der Entwickler ist halt stumpf, was das angeht. Na, neuer Fahrzeugtyp, sehr schön. Gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Dann passend zum Militär soll es auch einen militärisch-industriellen Komplex geben. Jetzt hören die Amerika-Fans wieder auf, ne? Ein militärisch-industrieller Komplex. Kommentieren wir mal nicht weiter. Allgemein sollen die Produktionsketten erweitert werden.
Und was auch kommen soll, ist Wasserkraft-Damm. Sprich, die Stromherstellung wird halt wahrscheinlich deutlich erweitert. Ja, wir hatten jetzt ja zum einen das Atomkraftwerk, die Wasserkraft und die Verbesserung des Strommanagements. Oh, jetzt habe ich vorgegriffen, das kommt erst später. Ja, das soll jetzt erstmal der Bereich Industrie gewesen sein. Jetzt kommen wir mal zu Transport und Verkehr. Da ist schon wieder ein großes Schlagloch zu sehen, ne? Und durchrumpelt, das ist sehr schön. ja, im Bereich Transport und Verkehr. Es soll verschiedene Straßentypen geben, die dazukommen. Kann ich jetzt mir erstmal so nichts vorstellen. Ich sag mal, im Hinblick auf private Kfz macht vielleicht die Autobahn Sinn. Nur so als Beispiel. Keine Ahnung, kann sein. Davon steht da leider nichts. Was aber da steht, sind Einbahnstraßen. Macht natürlich auch nur mit Autos Sinn. Ne? Ist klar, weil sonst sind frei. Es sei denn, man exportiert halt durch die Stadt viel mit LKWs oder sowas und kann da so einen großen Kreisverkehr errichten. Keine Ahnung. Mag aber Sinn machen. Dann steht was drin von Straßenmarkierungen. Ob das jetzt bedeutet, dass man die Straßen, ich sag mal, optisch noch anpassen kann, weiß ich nicht. Oder ob sich es halt nur darauf bezieht, halt Mittellinie oder Sperrzonen in den Kreuzungen halt. Die sind ja bisher noch recht karg. Werden wir dann sehen, wenn das soweit ist. So, jetzt gehen wir mal hier von dem Bus weg. So, was machen wir als nächstes? Ich meine, der eine oder andere freut sich bestimmt. Ja, jetzt wollen sie natürlich hier mitfahren, ja, wie in der Brücke. Ja, das machen wir auch, aber leider aus der anderen Richtung. Weil in die Richtung sind wir ja schon mitgefahren mit dem Zug. So, schauen wir mal an. 156, 120. Okay, dann ist der eh gleich voll, dann passt das. Okay, dann muss ich ganz kurz doch warten, bis der Zug losfährt, oder irgendwie... Ach, da brauchen wir nicht warten, bis der Zug losfährt. So, jetzt drehen wir die Kamera in diese Richtung. So. Okay, weiter geht's mit meinen kleinen Erklärungen hier. Die Straßenmarkierung, da waren wir stehen geblieben. Dann steht hier drin, Gabelstapler zwischen Industriestandorten. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf diese automatischen Förderbänder bezieht, die man zwischen den Fabriken platzieren kann. Oder ob dann auf den regulären Straßen Gabelstapler fahren sollen und Material hin und her transportieren. Das kann ich leider nicht sagen. Wie gesagt, die Sachen sind alle nicht erklärt. Da steht quasi immer nur, hier friss oder stirb. Ne? Ja, so viel dazu. Dann geht's weiter. Es soll noch deutlich mehr Verkehrsmittel geben. Also es sollen Flugzeuge und Schiffe integriert werden im Spiel. Ich meine, bei der Kartengröße machen Flugzeuge wahrscheinlich Sinn. Stelle ich mir auch total cool vor. Dann sollen Schiffe integriert, hatte ich das gerade schon gesagt. Auf jeden Fall Flugzeuge und Schiffe. Auch das stelle ich mir interessant vor. Worunter ich mir jetzt nicht so richtig was vorstellen kann, sind Hubschrauber. Und auch extra der Hinweis dazu, auch schwere Hubschrauber. Fallen mir jetzt, ich weiß nicht, Militärhubschrauber fallen mir ein, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber, klar. Aber ich sag mal so, jetzt im zivilen Bereich als Transport gibt es das ja so in der Form nur für die oberen 10.000. Und die gab es ja im Sozialismus nicht. Okay, soviel zum Transportwesen. Ich muss mal umblättern, wie viel... Ah, ja. So, dann der Bereich Modding. Auch da schreibt der Entwickler was dazu. Und zwar soll ein Gebäude-Editor kommen. Ich vermute mal auf jeden Fall... Oh, guck mal, dieser Knick, da ist halt hässlich, ne? Müssen wir noch ändern. Ne, passt schon. So fahren wir ja hier nicht mit, ne? Ja, es soll ein Gebäude-Editor kommen. Ob sich das jetzt nur auf Wohngebäude bezieht oder halt auch auf Versorgungsgebäude, weiß ich nicht. Was ich aber aus Erfahrung sagen kann, wenn die Spieler, ich sag mal, Gebäude selbst erstellen können und die Eigenschaften selbst bestimmen können, ich denke da jetzt gerade an City Skylines, dann führt das zu ganz großen Kuriositäten, nämlich zum Beispiel zu Müllfahrzeugen, die den Müll der gesamten Stadt, der gesamten Karte einsammeln können. Ja, und zu Müllverbrennungsanlagen, die aus 1 Kilogramm Müll die ganze Stadt mit Strom versorgen können. Aber gut, werden wir ja sehen. Passend dazu natürlich eine Steam Workshop-Anbindung. Ja, damit man dann seine Gebäude, die man erstellt hat, auch teilen kann, was ich als super empfinde. Denn der nächste Schritt wäre ja dann halt auch Fahrzeuge, ne? Und da dürfte es dann auf jeden Fall interessant werden, was das angeht. Weil ich sag mal, dann könnte ja der Entwickler dahergehen und ich sag mal, ja, man könnte dann 1900... Ja, sollen wir mal 1945 anfangen? Bis 1991 und hätte im Prinzip jedes Jahr die Auswahl bei
20 verschiedenen Fahrzeugen, ja? Also das wäre an sich eine coole Sache. Natürlich unter der Prämisse, dass genug Nutzer sich finden, die dann auch wirklich Inhalte erstellen. So, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Bereich, ich muss meine Hand nehmen hier. Dann kommen wir zu dem Bereich Welt, also Karte. Was der Entwickler integrieren möchte, wäre zum Beispiel, dass, jetzt sind wir hier voll in den Leitungen drin. So. Wir können ja Bäume, einzelne Bäume pflanzen, sieht man hier links gerade sehr schön in der Stadt. Und das soll so geändert werden, dass man halt auch mehrere Bäume, also großflächig Bäume platzieren kann. Das ist natürlich unter Beachtung, ich sag jetzt mal, des Holzfällers. Also der, man kann ja, oh Gott, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, ein Sägewerk errichten und Holzfäller losschicken, die halt Baumaterial sammeln. Das ist auf jeden Fall interessant, weil bisher ist ja so, dass wenn die Bäume in der Umgebung abgeholzt waren, dass man das Gebäude neu platzieren musste, ne? Das hätte sich damit natürlich erledigt. Dann, was ich total genial finde, und das sollte der Entwickler als nächstes machen, bringt zwar keinerlei spielerischen Nutzen, er möchte Jahreszeiten integrieren, sprich Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Also gerade das wäre echt ein enormes optisches Element, sage ich mal. Ja, das würde das mit dem, ich sag mal, mit dem Getreideanbau da drüben, mit dem Pflanzenanbau, ja, das dürfte dann interessant werden. Dann soll integriert werden, dass man Pipelines direkt an der Grenze anschließen kann und so dann zum Beispiel halt Bitumen und Diesel oder Öl direkt exportieren oder importieren kann. Durch eigene Leitungen halt. Sprich, man würde sich zum Beispiel den Zug sparen. Dann soll integriert werden, dass man Kredite aufnehmen kann. In Klammern stand dahinter explizit Sowjetunion, also nicht aus dem Westen. Dazu vielleicht mal eine kleine Exkursion. Ich kann jetzt die Jahreszahl nicht mehr sagen, aber das war so in 80er Jahren. Da hat ja die BRD einen Milliardenkredit an die DDR vergeben und so die DDR noch mal ein paar Jahre länger am Leben erhalten. Weil, das haben wir ja in dem Spiel gelernt, auch im Sozialismus, ne, brauchen die Leute halt Geld. So, dann auch eine sehr interessante Sache, vor allem für Leute wie mich, die immer so aufs Genaue achten, ja. Wir können ja Gebäude und Wege platzieren, ohne dass die gleich gebaut werden. Ah, die Brücke ist doch ein bisschen arg laut, ne? So. Ohne dass es gleich... Oh, schaut, wie schön die da auf den Feldern arbeiten. Ist das nicht super? Tolle Sache, oder? Ohne dass es gleich gebaut wird, das soll zukünftig als Bauplan gespeichert werden können und dann in späteren Spielverläufen wieder geladen werden können und nochmal angewendet werden können. Finde ich, ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, dann haben wir den Bereich Sonstige. Da ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Da steht zum Beispiel drin, dass man Spielstände bei Steam speichern kann. Ja, ich weiß nicht, man kann ja auch bei anderen Spielen die Spielstände, ich sag mal, tauschen und sich runterladen und sich anschauen, was andere so geleistet haben. Ist auf jeden Fall auch interessant. So, was machen wir denn jetzt? Ah, jetzt machen wir uns abwechselnd wieder mal einen LKW. Was fährt denn da jetzt? Nein, der sollte aufs Feld rausfahren. Ah ja, okay. Er fährt. Passt. Wahrscheinlich hat er nur getankt. Nein, er hat nicht getankt. Egal. So. Okay, weiter geht's. Ich nehme mein kleines laues Büchlein wieder. Dann soll das Strommanagement verbessert werden. Ja, es ist ja nicht ganz fehlerfrei, sage ich mal. Und ich komme vielleicht auch nicht ganz so damit klar. Ich finde die Staubwolken genial, ne? Sieht das nicht cool aus? So, besseres Strommanagement, genau. Dann möchte der Entwickler ein Tutorial integrieren. Nein, ein Tutorial! Bei so einem einfachen Spiel! Quatsch! Nicht nötig. Nein, tolle Sache. Gerade für Anfänger ist ein Tutorial wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Damit zumindest, ich sag mal so, die Basics mal bekannt gemacht werden. Ich mache mal die Maus da weg, dass das nicht alles so gelb leuchtet immer zu. Sieht unsere Radiostation nicht phänomenal aus? Das ist so ein Riesending in so einer kleinen Stadt. So, ja, Tutorial. Und dann möchte der Entwickler noch Tourismus integrieren. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt dann geschehen soll. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Das schreit ja dann quasi auch nach Taxis, Hotels, etc. und vielleicht halt auch nach Freizeiteinrichtungen noch weiteren. Was weiß ich? Ein Badepark. Freizeitpark etc. Und ihr werdet lachen. Das sind tatsächlich Sachen, die waren damals durchaus schon wichtig. Also da
das kann man dem Sozialismus oder der Sowjetunion oder auch der DDR etc. jetzt nicht unbedingt vorwerfen, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Es war jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß so groß, schrill und bunt, aber auch das gab's. Wir können bei manchen Fahrzeugen nur in den Anschaumodus gehen, wenn sie außerhalb der Haltestelle sind, ne? So. Ach, die Straßenbahn ist ja blöd, die fährt ja nur so kurz, Moment. Wenn ich jetzt hier aufs Auge klicke, zentriert es zwar, aber wir fahren nicht mit und wir wollen ja mitfahren. So, dann kommen wir auch schon zum mehr oder weniger letzten Teil. Moment, ich schau mal kurz. Ja, es ist der letzte Teil. Ja, Interface. Im Interface soll integriert werden Markierungsentfernungen. Ich vermute mal, so ähnlich wie bei der Feuerwehr oder bei beim Krankenhaus, dass halt zum Beispiel auch beim Einkaufszentrum angezeigt wird, wenn man das halt platziert, wie weit die Leute halt laufen, um dorthin zu kommen, etc. Sowas stelle ich mir darunter vor. Das muss nicht unbedingt so sein. Aber, wie gesagt, ich stelle mir das so vor. So, dann soll es geben, dass man alles, was in irgendeiner Weise einen Namen hat, also so stand das drinnen, gut, kann natürlich auch an der Übersetzung liegen, umbenennen von allem. Also ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt die Fahrzeuge im Spiel umbenennen kann, aber ich denke mal, dass man halt Stadtteile umbenennen kann, Gebäude umbenennen kann. Ja, dann heißt da meine Lebensmittelfabrik dann VEB, Lebensmittelwerk Mitteldeutschland oder sowas, ja. Keine Ahnung. Ja, dann, Moment, da gehen wir mal kurz hier, ja, wir lassen es mal vorne, ich überspringe den Punkt kurz. Ja, das Drehen von Gebäuden soll verbessert werden. Juhu, juhu, das Drehen von Gebäuden soll verbessert werden. Sehr schön. Das überspringe ich auch mal ganz kurz. So, ja, das Drehen des Bildschirms per Tastenkombination soll hinzugefügt werden. Das ist jetzt natürlich nicht so ein großer Punkt. Aber er steht drinnen bei, ich möchte das machen. Also er möchte das machen, also nenne ich das auch. So, jetzt kommen wir zu den beiden Punkten, die ich übersprungen habe. Ich habe ja schon im letzten Video hier diese Liste genannt. Irgendwann wird diese Liste ja nach unten hin voll. Bisher hatte ich das Problem noch nicht, weil ich schlichtweg nicht genügend solche Farmen, wie heißt das, Felder, solche Felder, wie heißt das, weil ich sprichwörtlich nicht genügend Felder hatte. Aber wenn das hier wohl die Liste voll ist, soll hier ein Scrolling eingefügt werden. Das fehlt wohl derzeit. Wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, so viele Felder habe ich nicht. Allerdings meckere ich gerade hier ein bisschen rum, dass nicht überall geerntet wird. Hier fährt noch ein Traktor. Ein Drecker. Fritzchen, wir haben dich schon wieder beim Treckerfahren angehalten. Was machst du den ganzen Tag? Ja, der Witz ist blöd, ne? So, und dann der nächste Punkt, was ich übersprungen habe, das ist hier, Liste der Fahrzeuge und Gebäude. Wir können ja hier und zum Beispiel diese Lokomotiven Straßenbahn etc. anzeigen lassen und die Fahrzeuge anzeigen lassen, nach Entfernung und auf der ganzen Karte. Interessanterweise zählt auch die Höhe zur Entfernung. Und das sollen wir zukünftig noch sortieren können. Okay, das habe ich nicht aufgeschrieben, nach was wir das sortieren können. Ich glaube nach Kosten, Alter, etc. Ja, jedenfalls soll man das noch sortieren. Oh, hier 180 kW. Ja, sehr schön. Ja, das war so der kleine Ausblick auf das, was der Entwickler so noch alles vorhat. In Kombination mit so einer kleinen Rundreise der Fahrzeuge. Moment, ich kann ja... Ne, der ist dann... parkt dann da länger drin. Ja, damit soll es dann auch gewesen sein. Unsere kleine Exkursion, die Roadmap des Entwicklers. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, was noch alles kommen soll. Und freue mich da echt wahnsinnig drauf. Und es ist für mich ein Zeichen, dass ich das Spiel wahrscheinlich noch sehr, sehr lange spielen werde. Ob ich jetzt tatsächlich bei diesem Let's Play so lange dabei bleibe, also über Monate und Jahre vielleicht sogar, keine Ahnung. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun, sondern ich werde dieses irgendwann abschließen und dann nochmal eins anfangen, wenn halt entsprechend die Inhalte halt vorhanden sind. Bleibt da einfach dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da dann halt wiedersehen. Die Vorgängerteile habe ich wie immer in der Playlist unter dem Video verlinkt. Den nächsten Teil gibt es wie immer oben rechts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, bis zum nächsten Video.